Einen wunderschönen guten Morgen heute am 30. Juni 2020, der letzte Tag des Monats, und herzlich willkommen zu deinem Engeltrend des heutigen Tages. Erzengel Metatron begleitet uns heute. Ich gebe ihn sehr. Ein Engel, der uns in die fünfte Dimension emporhebt. Gleichzeitig Erzengel und Seraphim. Einer der zwei Engel, die hier als Menschen gelebt haben. Ne? Engel waren ja nie Menschen, außer Erzengel Metatron und Sandalfon. Er sagt, heute ist ein guter Tag, um deine Chakren mal anzuheben, etwas zu tun, um deine Chakren ins Gleichgewicht zu bringen, in Ausgleich zu bringen und anzuheben. Dazu werde ich dir einen Tipp geben, buche 30 Minuten bei mir in der Beratung und wir werden deine Chakren anheben. Am besten noch für den heutigen Tag oder ruf mich direkt über die 0900-Nummer an. Dort können wir auch einen Chakrenausgleich machen. 0900-Nummer übrigens 2,99 € pro Minute aus allen deutschen Netzen, nur aus Deutschland erreichbar, aber weltweit natürlich über den Link, über meine Homepage. Der Bube des Feuers sagt, dass heute Nachrichten über eine aufregende Unternehmung auf dich zukommen. Heute ist ein aufregender, sehr spannender Tag. Du solltest deine Genialität mal wieder nutzen, mal wieder alles aus dir herausholen, was du an Potenzial in diesem Leben mitbekommen hast. Denn du bist genial, du bist toll und du hast unglaublich viel Einfallsreichtum. Du musst nur wieder darauf vertrauen, sagt der Bube des Feuers aus dem Engeltopf entsprechend. Und um diese Inspiration zu bekommen, achtest du am besten heute Nacht mal auf deine Träume. Das sagt nämlich Erzengel Gabriel für den heutigen Tag. Du empfängst göttliche Führung, während du schläfst, sagt er. Auch wenn du dich nicht an deine Träume erinnerst, ist es trotzdem so. Die Antworten sind in deinem Unterbewusstsein gespeichert und sie werden sich melden, um dir zu helfen. Bitte einfach um Antworten in deinen Träumen und es ist auch egal, ob du dich erinnerst oder nicht, aber sei dir bewusst, die Antworten des Himmels kommen heute Nacht über deine Träume zu dir. Und vielleicht schreibst du mir dann in die Kommentare mal morgen unter dieses Video, was du geträumt hast, was die Engel dir mitgeteilt haben. Stretching ist heute gut. Du solltest also heute mal etwas tun für deine Gesundheit, die Muskeln mal ein bisschen bewegen, vielleicht ein gutes Stretching-Programm machen. Yoga zum Beispiel ist super dafür geeignet. Oder auch andere Stretching-Methoden solltest du heute mal anwenden. Das ist für dich perfekt, um weiterzukommen, um zu wachsen. Und dafür wollen wir auch das erste Gebet sprechen. Und du weißt, wenn du die Gebete unterstützen möchtest, schreibe dreimal Amen 777 in die Kommentare. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, danke, dass ihr an meiner Seite seid und mich motiviert, in jeder Hinsicht bestens für mich und meine Gesundheit zu sorgen. Amen. Glaube und vertraue, sagt Erzengel Michael. Das ist wichtig. Vertraue dir selbst, vertraue Gott und erkenne die Perfektion, in der du geschaffen bist. Und dieses Gebet solltest du in der Tat heute Abend nochmal vor dem Schlafengehen sprechen. Dazu einfach das Video nochmal anschauen, kurz auf das Gebet klicken und heute Abend vor dem Schlafengehen nochmal nachbeten, weil das wird dir sehr, sehr helfen. Passt natürlich zu der Erzengel Gabriel-Karte sehr gut. Lieber Gott, lieber Erzengel Michael, bitte kommt in meine Träume und ersetzt Angst durch Glauben, Liebe und Vertrauen. Lass mich von Kraft, Mut und Vertrauen erfüllt sein. Amen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich und erlasse seine Engel deinen Weg erleuchten. Licht und Liebe, Udo Golfmann. Tschüss.